Die Fußball-Bundesliga ist ein Riesengeschäft. Allein für die Fernsehübertragungsrechte kassieren die Vereine in den nächsten 4 Jahren 2,5 Milliarden Euro. Für die übertragenden TV-Sender ist das Produkt Bundesliga extrem attraktiv, für manche sogar von existenzieller Bedeutung. Doch im Bereich der bewegten Ballspielbilder findet gerade eine kleine Revolution statt. Die Bundesliga-Vereine stellen zunehmend eigene Web-TV-Angebote ins Netz. Die Clubs schaffen sich so ihre eigene Öffentlichkeit, an den etablierten TV-Anbietern vorbei. Für die Vereine ist das ein Riesenschritt. Wir sind unabhängig, sie können ihre eigene Meinung in die Gesellschaft hinaustragen. Das heißt, die Deutungshoheit, die bisher klassisch bei relativ wenigen Journalisten lag, bei wenigen Fernsehsendern, die hat sich allgemein verbreitet. In vielen Lebensbereichen hat das Internet die Mittelsmänner, die Zwischenhändler, aus dem System geworfen. Auch für den Informationsweg vom Verein zum Fan braucht es nun keinen Dritten mehr. Ich glaube schon, dass da eine kleine Revolution stattfindet. Tatsächlich haben die Vereine einfach die Möglichkeit, die Fans direkt zu erreichen, müssen nicht mehr den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Umweg gehen und es über ein externes Medium versuchen. In der ersten und zweiten Liga betreiben mittlerweile fast alle Vereine eigene Web-TV-Angebote. Auch weniger fanstarke Vereine wie Hannover 96 haben in den letzten Jahren professionelle Medienstrukturen aufgebaut. 96TV wird von 2 festen Redakteuren betreut, die sich ausschließlich dem Club-TV widmen. Ich glaube, wir als Vereinsmedium heben uns vor allem durch die Nähe zu den Spielern ab. Also, wir haben halt da einen großen Vorteil gegenüber den externen Medien, ganz klar. Wir sind immer nah dran. Uns kennen die Spieler und wir können mit denen Geschichten machen, die so mit einem externen Medium, glaube ich, kaum möglich wären. Mit Journalismus haben diese Webvideo-Angebote wenig zu tun. Kritische Berichte oder schlechte Nachrichten über einen Verein wird man hier nicht finden. Genau genommen sind es Unternehmensvideos, die im Netz landen, von mittelständischen Betrieben, die sich im besten Licht zeigen wollen. Für Fans aber macht genau das die Vereinssender so attraktiv. Also es ist schon so eine Sache, die mich gefühlt einfach dem Verein so ein bisschen näher bringt und mir auch das Gefühl gibt, dass ich eben nicht ein Haupttribünen-Fan bin. Für durchschnittlich 40 Euro im Jahr bekommen die Fans auf den verschiedenen Club-TV-Kanälen die Zusammenfassungen aller Spiele eines Vereins zu sehen. Außerdem Wiederholungen, Vor- und Nachberichte, Interviews und zum Teil skurrile Spielerporträts. Was es allerdings nicht gibt, sind Live-Spiele. Diese Rechte sind der Schatz der deutschen Fußballliga und werden entsprechend teuer an die Fernsehsender vergeben. Das führt dazu, dass beim Club-TV alles aus der Konserve kommt. Für die Fans ist das Vereinsfernsehen daher kein Ersatz fürs teure Pay-TV. Club-TV ist Fernsehen für Fans. An der breiten Masse gehen die Angebote vorbei. Das ist eine sehr spitze Zielgruppe. Und da diese Zielgruppe natürlich auch diejenige ist, die ins Stadion geht, da sie diejenige ist, die sowieso die Mannschaft Tag und Nacht begleitet, ist zu vermuten, dass die Nachfrage nicht sehr hoch ist. Gerade einmal 2000 zahlende Abonnenten hat beispielsweise 96TV. Damit verdient der Verein nach eigenen Aussagen kein Geld. Bei den meisten Web-TV-Angeboten von Bundesligisten sieht es ähnlich aus. Eine Ausnahme ist wie so oft Bayern München mit FCB-TV. Rund 35.000 Abonnenten zahlen regelmäßig für die Bayern-Videos. Noch schauen sich die Fans das Vereinsfernsehen hauptsächlich am Rechner an. Doch mit der wachsenden Medienkonvergenz mit Fernsehgeräten, die Videostreams genauso abspielen, wie sie es mit Fernsehsendern tun, senden die Clubs bald eine direkte Konkurrenzveranstaltung zu Sportschau und Sportstudio. Zumindest, wenn es um den eigenen Verein geht.